Und es macht Ihnen nichts aus? Nein, überhaupt nicht. Keine Sorge. Ihre Frau kann sich glücklich schätzen, dass sie mit so einem lieben, zuvorkommenden Mann verheiratet ist. Woher wissen Sie, dass ich verheiratet bin? Naja, ich habe Ihren Ring gesehen. Ach so. Mein Mann hat mich viel zu früh verlassen, deshalb konnten wir nicht so viele schöne Dinge gemeinsam erleben. Und wie gefällt Ihnen das Eheleben? Naja, also ich erlebe fast jeden Tag neue Überraschungen. Es gibt so vieles, das mir Freude macht, mit dem ich nicht gerechnet habe. Du meine Güte, das klingt ja, als würden Sie Ihre Frau sehr lieben. Naja, also ich... Das muss Ihnen doch nicht peinlich sein. Verheiratet zu sein ist eine besondere Art von Liebe. Anders als bei Eltern und Kindern, Geschwistern, Freunden oder Geliebten. Aber Sie werden sicher noch verstehen, was daran besonders ist. Oh. Hm? Hallo, Schatz? Oh, zu Kasa-chan? Mm. Hi. Darf ich vielleicht mal fragen, was du hier machst? Warte mal, kennst du diese nette Dame, Tsukasa-chan? Und ob ich die Dame kenne, das ist Tokiko Tsukuyomi. Sie ist in unserem Antrag als Trauzeugin eingetragen. Sie ist Chitoses Großmutter. Was? Was ist denn los? Oh je, ich hatte ja keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Ach was, mach dir nur keinen Kopf deswegen. Das war jetzt auch kein Versuch, dich auszutricksen. Naja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, war es das schon ein bisschen. Und ich hätte das Spiel auch liebend gern noch weitergeführt. Sie ist eine von den ehrlichen, aber lästigen Leuten. Das gehört sich aber echt nicht. Du kannst doch nicht einfach meinen gutmütigen Mann auf so eine Probe stellen. Du glaubst, ich habe ihn auf die Probe gestellt? Das ist eine grobe Unterstellung. Ich habe nur mein schauspielerisches Talent genutzt, um ihn besser kennenzulernen. Und das ist so gut gelaufen, dass es anfing, mich zu amüsieren. Also wollte ich mal sehen, wie weit ich dieses Spiel wohl noch treiben kann. Mit anderen Worten, du hast ihn belogen. Also erlaube mal, du solltest mich für meine Bereitschaft loben, mich in meinem Alter noch so herauszufordern. Das hättest du wohl gern.